BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer schließt eine Kandidatur für die Grünen bei der OB-Wahl im Herbst dieses Jahres aus. Das erklärte er in einem Brief an den Tübinger Stadtverband seiner Partei. Es sei logisch und sachlich unmöglich, gleichzeitig ein Verfahren zur Nominierung und zum Ausschluss zu betreiben, so Palmer. Nach Medienberichten sondiert Palmer jetzt eine Wahlteilnahme als unabhängiger Kandidat. Der Vorstand des Grünen Stadtverbandes bedauert diesen Schritt. Die Urwahl sei unabhängig vom Parteiausschlussverfahren. Es sei auch möglich, als Nicht-Grüner für die Grüne Partei als OB anzutreten. Urwahlkandidatin Uli Baumgärtner äußerte auf Twitter ihr Bedauern. Ihr gehe es um einen gemeinsamen Neuanfang bei der Wahl, so Baumgärtner. Auch in der heutigen Pressekonferenz in Stuttgart kam das Thema Boris Palmer auf den Tisch. Ministerpräsident Kretschmann wollte sich allerdings nicht dazu äußern, hätte aber Verständnis, dass Palmer während eines laufenden Parteiausschlussverfahrens nicht für eben diese Partei ins Rennen gehen könne. Wichtig beim heutigen Gespräch mit dem Ministerpräsidenten und dem Gesundheitsminister war aber vor allem die Frage, wie es in der Corona-Pandemie mit Blick auf Omikron weitergehe. Letzte Woche habe man beschlossen, die Alarmstufe 2 erst einmal einzufrieren, unabhängig von den Zahlen. Denn momentan will die Landesregierung lieber Vorsicht walten lassen, zumindest bis sie belegbare Zahlen hätte. Wir brauchen mindestens 18 Tage Dominanz der Omikron-Variante, um dann vorauszusagen, auf der Basis der bestehenden Regeln, wie sich die Belastung des Gesundheitssystems, ich wiederhole den Ministerpräsident, vielleicht individuell weniger schwere Verläufe, aber in der Summenbildung mehr Betroffene. Und diese Effekte können heute noch nicht so verlässlich vorhergesagt werden, dass wir wissen, ob wir dem Gesundheitswesen erneut eine Überlastung zumuten würden. Ab dem 15. März gilt die berufsbezogene Impfpflicht. Zum Thema allgemeine Impfpflicht gäbe es allerdings nichts Neues, so Kretschmann. Er sprach sich aber zusätzlich auch für die Führung eines Impfregisters aus. Und ich glaube, eine Impfpflicht mit einem Impfregister hat eine ganz andere Schlagkraft als ohne Impfregister. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn man sie erstmal ohne Impfregister einführt. Auch das kann man machen. Auch könne ein Impfregister zeigen, ob man mit Vermutungen falsch oder richtig läge. Aus den österreichischen Daten, die wir haben, weil die solch ein Impfregister haben, wissen wir zum Beispiel, dass die Vermutung, die Migranten lassen sich nicht impfen und die angestammten Deutschen lassen sich impfen, dass es gar nicht stimmt. Ich sage, zumal die Türkischstämmigen sich sehr wohl mehr impfen lassen als alteingesessene Österreicher auf dem Land. Neues dazu, aber auch zu anderen Fragen wird es dann vielleicht am kommenden Montag geben, denn dann findet die nächste Ministerpräsidentenkonferenz statt. Die Gas- und Strompreise steigen momentan spürbar an. Vor allem Neukunden müssten mit höheren Kosten rechnen, das vermeldet der SWR. So lägen die Preise für Neukunden bei den Tübinger Stadtwerken je nach Energieart und Verbrauch derzeit 50-80% über den Preisen für Bestandskunden. Die SWT schließen wegen des hohen Preisniveaus auch eine Preiserhöhung für Bestandskunden nicht aus. Die Fährenergie Reutlingen habe laut dem SWR den Tarif für die Grundversorgung Anfang 2022 von rund 25 Cent auf rund 43 Cent angehoben. Für Bestandskunden sei dieses Jahr allerdings keine Erhöhung bei Strom und Gas geplant, heißt es weiter. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.